Adventskalender, gute Nacht, guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, was auch immer, wann ihr dieses Video schaut. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und das mit mir zusammen erlebt. Wir hatten ja letztes Mal hier die Tür mit dem Kranz geöffnet, hatten ein Morse-Alphabet dort stehen und dann einen Satz gelöst. Und der sagte uns, wir müssen nach geschlossenen Vorhängen suchen. Und die gibt es in dem Haus. Moment, ich mache mal den Karton ab, dann sieht man es größer. Gibt es die hier? Ansonsten sind alle Fenster, haben keine Vorhänge drauf. Dann würde ich sagen, würden wir die Tür hier mal öffnen. Muss ja dann eigentlich stimmen. Okay, hier ist wieder was drin und wir überprüfen erstmal, da hinten ist eine 3 zu sehen. Wir sind also im richtigen Raum angelangt und dann werde ich jetzt erstmal schauen, was hier dabei ist. Wieder ein kleines Briefchen. Mit dem Morse-Code scheinst du dich ja ganz gut auszukennen. Mal sehen, wie du hiermit umgehen kannst. Okay, dann haben wir hier so eine Schablone. Die war schon geknickt da drin, vielleicht hilft das ja schon. Die müssen wir mit Sicherheit irgendwie Buchstaben draus basteln. Ich gucke mir aber auch noch mal den Raum an, da gibt es nämlich auch noch eine Info. 11 = 6, vielleicht müssen wir auch eine kleine Matheaufgabe lösen. Wir haben hier Kronleuchter, einen langen Tisch, wo Stühle dran sind. Ja, und halt eben diese Matheaufgabe. Wir müssen also bestimmt eine mathematische Aufgabe hier draus machen. Man sieht, wenn man es so übereinander legt, ist ja extra durchsichtig. Hier ist zum Beispiel auch ein L und ein U zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, weil dann ergibt der Rest keinen Sinn. Ah, da muss ich jetzt mal schauen. Man könnte hier irgendwie auch eine 4 draus machen. Okay, ich überlege mal ein bisschen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das aufeinander zu legen. Vielleicht finde ich da was raus. Okay, das ist das Erste, was ich wirklich gar nicht so einfach finde. Da steht ja 11 = 6. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht hier mit herstellen können. Hier ist so was Rundes, das könnte die 6 werden. Aber ich bin noch ein bisschen überfordert. Ich habe auch schon mal überlegt, römische Zahlen kann man hier aber auch nicht draus machen. Also, weil da nichts schräg ist für jetzt ein X oder so. Und ich glaube, so ist das auch nicht gedacht. Ich bin echt das erste Mal ein bisschen ratlos. Das ist auch so geil, wenn ich hier rumrätsel, ne? Habt ihr vielleicht schon die Lösung? Vielleicht ist es ja total easy. Aber I don't know. Vielleicht muss ich es auch irgendwo anders anlegen. Aber hier auf diesem Adventskalender ist irgendwie nichts Logisches. Okay. Ich glaube, ich habe es rausgefunden. Das Ding war, ich habe jetzt die ganze Zeit wegen dieser 11 = 6 nach Zahlen gesucht, dass dann irgendwie eine mathematische Formel rauskommt. Aber es sind wohl dann doch Buchstaben. 11 = 6, was das mir jetzt helfen soll, ne? Also, ich habe es jetzt zweimal gefaltet. Und zwar einmal in der Mitte, da hat man ja schon dieses L und O hier zu sehen. Und das ist so das Einzige, was durch einmal falten irgendwie Sinn ergeben hat. Und dann habe ich es jetzt einfach nochmal gefalten. Wenn man es dann richtig gut durchdrückt, steht da Eule. Haben wir denn hier eine Eule? Schauen wir mal, ich sehe schon eine. Zwar hier oben auf dem Dach. Auf
Der Eule ist auch noch ein roter Punkt zu sehen. Hier auf der Fahne auch. Hier auch. Das hat bestimmt später auch noch was zu bedeuten. Also ich würde jetzt behaupten, die Eule ist das nächste Türchen. Ja, was das jetzt mit dieser 11 plus 6 zu tun hatte, I don't know, 11 gleich 6. Könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, vielleicht stehe ich gerade komplett auf dem Schlauch. Das hat mich gerade eher so ein bisschen in die Irre geführt, als dass es mir geholfen hat. Ich schaue aber trotzdem nochmal mit unserer wunderbaren roten Lupe, ob ich richtig liege. Okay, dann schauen wir uns Zeile 3 an. Darin war die Rätselkarte und das Transparentpapier und dann steht da, sei schlau, falte genau, zweimal je über die Mitte. Das haben wir gemacht. Halte es gegen das Licht. Ja, konnte man jetzt, denke ich, ganz gut schon erkennen. Lösung. Die Striche auf dem Transparentpapier ergeben nach dem Falten ein Wortsymbol, nämlich Eule. Ja, hört sich doch ganz gut an. Das fand ich tatsächlich schon etwas schwieriger. Was heißt schwierig? Man musste viel rumprobieren. Und ich war ein bisschen in die Irre geführt durch diese Gleichung. Aber wir haben es richtig gelöst. Die Eule sitzt auf dem Dach und erwartet uns dann an Tag 4. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf morgen. Ciao, eure Chrissy.